Im vergangenen Jahr hat die Stadt Pirna am Wettbewerb Mittelstandsfreundlichste Kommune Sachsens teilgenommen. Eingereicht wurde das Projekt Innenstadtgalerie Pirna – Management zum Erfolg. Ja, und es gab auch prompt eine Auszeichnung. Was aber noch wichtiger ist, es gab auch Fördermittel. Und das Projekt soll jetzt umgesetzt werden. Ja, Herr Armbruster, welche Grundidee steckt denn hinter Innenstadtgalerie Pirna? Die Idee, die eigentlich dahinter steht, ist die, dass wir die gesamte Innenstadt von Pirna wie ein Einkaufscenter betrachten wollen und auch die Arbeit so strukturieren wollen, dass alle Einzelhändler intensiv miteinander arbeiten, wie es auch unter den Beteiligten in einem großen Einkaufszentrum der Fall ist. Großes Ziel ist am Ende die Einführung eines City-Managers. Wenn alles gut geht, soll dieser im April nächsten Jahres mit der Arbeit beginnen. Welche Aufgaben hat denn solch ein City-Manager? Der City Manager hat ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Er soll alle Aktivitäten der Einzelhändler untereinander, miteinander koordinieren. Und das Wichtigste ist, das, was koordiniert ist, dann auch entsprechend nach außen tragen, damit auch die Kunden von außerhalb erfahren, wie schön das Einkaufen in Pirna sein kann. Ja, das Projekt soll insgesamt über 2 Jahre gehen. Was sind denn jetzt die ersten konkreten Schritte, die jetzt unternommen werden? Die Firma GMA mit ihrem Büro in Dresden ist beauftragt worden, uns fachlich bei dem Projekt zu begleiten. Sie bereitet jetzt gegenwärtig die entsprechenden Unterlagen vor. Alle Analysen, die über die Innenstadt von Pirna vorliegen, Handelsstruktur und Ähnliches, wird nochmal gesichtet, um die entsprechenden Konzeptionen festzulegen, mit welchen Ansatzpunkten mit den Händlern gemeinsam gearbeitet werden soll. Und für den 27. September ist eine Auftaktveranstaltung vorgesehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Händler diese Gelegenheit nutzen würden, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Dort werden wir dann weitere Informationen geben über die Zusammenarbeit in der nahen Zukunft. Herr Armbruster, können Sie es noch mal zusammenfassen? Worin besteht denn die Notwendigkeit für so ein Projekt? Und was sind letztendlich die Hauptziele, die erreicht werden sollen? Die Notwendigkeit des Projektes ergibt sich allein daraus, dass die Zusammenarbeit der Händler untereinander und die Koordination der Handelstätigkeit verbessert werden sollte. Alle wünschen sich, dass möglichst viele Kunden nach Pirna kommen. Letztendlich sind die Händler aber auch dafür mit zuständig, ihre Produkte und ihre Angebote entsprechend zu bewerben und das Interesse bei den Kunden auszulösen. Wir wollen die beiden Seiten zusammenbringen und hoffen, dass wir damit natürlich wesentlich mehr Kunden für Pirna gewinnen können. Sie wissen, Dresden ist relativ nah. Dresden ist ein natürlich auch bekanntes Einkaufszentrum. Wir stehen dazu im Wettbewerb und wir wollen zumindest bei diesem Wettbewerb möglichst gut abschneiden.